Nee, heutzutage gibt es ja auch viele, diese Leute, die sagen Aqlani. Ja, die sagen, verneinen manchmal Sachen, wie wir immer sagen. Ja, verneinen zum Beispiel, die sagen, guck mal, siehst du im Grab, das ist nur zwei Gräber und Leichen. Ja, das ist aber der Aql sagt nicht, ja, warum? Sagt nicht, dass es nicht möglich ist, dass dieser eine in einem Garten im Paradies und der andere vielleicht in Bestrafung ist. Genauso wie, und das habe ich. Uthaymeen rahimahullah, als das gesagt hat, sagt er, genauso wie zwei nebeneinander schlafen, einer träumt, mashallah, der ist im Strand in Honolulu und der andere, der denkt, ein Löwe hinter ihm läuft. Und sind beide zusammen, ne? Der eine genießt, mashallah, und der eine, und beide nebeneinander. Und dieses Gefühl, das ist eher, das ist nur, was wir im Leben. So in Hayat al-Barzakh ist noch anders. Deshalb, Verstand kann das nicht verneinen. Aber nur ein kranker Verstand, der will das verneinen oder hat schon die Absicht und schon festgelegt, dass es nicht gibt und versucht dann, es zu verneinen. Aber ansonsten verneint man nicht.